back from the dead. Samstag, der 20. Oktober 2018. Willkommen zur neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Bartinator, Payface, Noxus, ihr alle seid gegrüßt und krass, wie viele Leute unten reinschauen. Vorhin haben schon einige reingeschrieben. Sorry, falls ich euch jetzt nicht mit drin hatte. Ich würde sagen, wir jumpen mal direkt rein, denn wir haben heute was Neues drin und was altbekanntes. Also, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ihr seht schon, Sanctum ist nochmal drin, der ja gestern überraschend reinkam, der gute Vampir-Typ hier. Viele im Internet sagen, das ist der Drift, der gebissen worden ist von Draculaura. Ja, hat ein bisschen was davon, ne? Mit dem Haarschnitt und so weiter. Sieht auf jeden Fall so aus. Heute habe ich schon ein bisschen Kritik an dem Umhang gehört, dass er nicht ganz so geil sein soll. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr von Sanctum haltet. Ist natürlich krass, dass er reingekommen ist. 1500 passt natürlich Moonrise, das Harvesting-Tool. Habt einmal das Geräusch gehört hier. Ja, wie gesagt, das Schwingen finde ich ganz cool. Sieht auch irgendwie nice aus, muss ich sagen. Auch mit dem Effekt hier. Passt natürlich auch zur weiblichen Version, die wir im Battle Pass sehen. Richtig nice auf jeden Fall. Und dann kommen wir mal zu den Dailies. Fangen wir erstmal beim Sushi Master an. 1200, der ist wieder drin. Ja, 1200 geht eigentlich klar. Vor allem für einen Skin, der ja eigentlich neu war damals. Auch ein komplett neuer Skin sozusagen. Also neues Gesicht ist. Und auch ein Backbling mitbringt. Also von daher 1200 V-Bucks geht eigentlich klar. Passen dazu natürlich die Filet-Axt. Zum Sushi-Team passt das natürlich. Ja, hört sich so an, als wenn man irgendwie ein bisschen was, so ein bisschen Matsche schlägt. Geiler würde ich es natürlich finden, wenn man das Samurai-Schwert hätte. Aber so geht es natürlich auch klar. 800 V-Bucks dafür. Jolly Rogers ist wieder da für 500. Jolly Rogers war zuletzt vor 37 Tagen drin. Somit heute das seltenste Item im Shop. Ist jetzt auch nicht ganz so selten, muss ich sagen. Aber vor 37 Tagen immerhin 500 V-Bucks dafür. Dann kommen wir zum neuen Skin. Jack Gordon ist am Start. Alter, wie der aussieht. 1500 V-Bucks für das komische Gesicht hier. Ist schon ein verrückter Skin, muss man sagen, ne? Ich meine, so wird man ihn die meiste Zeit sehen. So ein Kürbiskopf. Und der Anzug ist auch so ein bisschen crazy. Alles verschiedene Köpfe drauf. Ja, alles so verschieden. Also wer Halloween richtig abgehen will mit einem verrückten Skin, der ist hier genau richtig. 1500 V-Bucks, bringt keinen Backbling mit, aber einen verrückten Anzug. Und der Kopf vor allem, wie verrückt der aussieht. Schreibt mal rein, was ihr von dem haltet. Absolut krass, 1500 V-Bucks für den. Ja, und dann haben wir noch zwei Emotes. Zum einen Battle Call, zuletzt vor 28 Tagen. 200 V-Bucks, das geht eigentlich voll klar für den Preis. Und ja, Pumpernickel ist drin für 500. Ja, muss man auch drauf stehen. Ja, schreibt mal, was euer Highlight ist. Meins heute, ganz klar, Jack Gordon, weil er neu ist und weil er absolut weird ist. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich von ihm halten soll. Und der Shop von mir bekommt heute, ja, gestern habe ich ihm eine 6 gegeben. Heute geben wir dem eine 7, weil der gute Jack Gordon am Start ist. Geben wir mal 7 von 10. Schreibt mal, was ihr dem Shop geben würdet und was euer Highlight ist. Würde mich mal interessieren. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fand, lasst ein Like da, lasst ein Sub da und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.